Woher kommen wir? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Man lebt, man geht. Und am schönsten ist es, wenn du Zeichen bekommst in verschiedenen Situationen. Wenn du auch medial begabt bist, und das kann jeder sein, dann wirst du sicherlich auch diese Zeichen kennen oder Erfahrung gemacht haben. Ich freue mich so sehr, heute meine Erfahrung mit dir teilen zu dürfen. Mein Name ist Sun Raymer, ich bin Bioenergietherapeut und Medium der neuen Zeit. Als Medium ist es wirklich nicht einfach, Energien zu stoppen oder auszuschalten. Oft prasseln die Energien ein wie Blitze vom Himmel. Besonders schwer ist es, wenn in der Familie geliebte Tiere oder Angehörige gehen. Ich wurde jetzt schon des Öfteren damit konfrontiert. Und meine intensivste Erfahrung war bei meinem Onkel. Als ich 12 Jahre alt war, habe ich mit ihm immer viel Quatsch gemacht. Zum Beispiel den Fisch in der Dose heimlich gegessen, bevor es das Abendbrot gab, in versammelter Mannschaft. Ich erinnere mich noch genau daran. Eines Tages, ich war damals 23, wurde mein Onkel sehr krank. In der Nacht, als er starb, mit 52 Jahren, bekam ich zum selben Zeitpunkt in der Nacht keine Luft und wachte auf. Aber wie das so ist, schlief ich wieder ein. Mein Onkel wurde damals verbrannt und in eine Urne geborgen. Kurz vor der Beerdigung waren alle versammelt in seiner Wohnung. Ein Bild war aufgestellt von ihm mit einer Kerze. Ich schaute das Bild immer wieder sehr lange an. Auch hatte ich das Gefühl, im Flur und im Raum, wo wir alle waren, war er auch. Nur bekam ich keine Zeichen. Ich spürte nur diese Anwesenheit, daran kann ich mich noch sehr dran erinnern. Der Tag der Beerdigung kam näher und er wurde auf einem wunderschönen Waldfriedhof beerdigt. Wir trafen uns alle an der Kapelle, die am Wald lag, und die Glocke spielte ihre Klänge. Ich hörte sie kaum, weil ich wie in einem Trance-Zustand war und ich wollte ganz vorne dabei sein. So nah wie möglich an seiner Urne. Schon das war ein Portal für mich, was ich damals noch nicht wusste. Ich stürzte mich quasi überall rein, ohne die Konsequenzen zu beachten. Schutz kannte ich damals nicht oder Selbstschutz. Leider kam es dann zum Abschied. Es gab einen kleinen Chor, der sein Lieblingslied singte. Die Urne wurde in die Erde gelassen. Auch da wollte ich unbedingt dabei sein. Meine Schwester war etwas abseits. Sie wollte nicht zu nah dabei sein. Jetzt verstehe ich meine Sister.
Als die Urne in die Erde gelassen wurde, sah ich als etwas Silbriges, Bläuliches von der Urne in den Himmel aufsteigen. Es war ein Hin und Her. Dann war es wieder weg und wieder da. Ich dachte mir nichts dabei. Der Chor sang immer lauter, oder es schien so für mich. Als die Urne verschwunden war, passierte es. Und ich bekomme heute noch dieses Gefühl der Freude und Dankbarkeit in mir. Mein Kopf war leer, meine Augen starr, wie eine Puppe, kein Blinzeln, kein Schlucken. Ich war völlig starr und schaute in den Himmel, über den Horizont und spürte mich nicht mehr. Am Himmel sah ich ein riesiges Tor. Es ist nicht zu beschreiben, aber es war wunderschön. Ich dachte mir nichts bei. Ich nahm die Erde in die Hand und warf sie in das Grab, wo die Urne lag. Plötzlich sagte ich, ohne mich zu spüren, ich hab dich lieb. Nach diesem Satz wurde mir bewusst, was passiert war, und musste erstmal sehr heftig weinen. Meine Mom nahm mich in den Arm. Ich war fix und fertig und mir war kalt. Heute kann ich dir sagen, dass es eine wundervolle Erfahrung für mich war und ein Zeichen meines Onkels war und ein letztes Mal mit mir zusammen eine kurze Zeit verbrachte. Dort geht er jetzt hin. Diesen Satz höre ich heute noch. Das Schöne ist, es gibt wirklich mehr wie Himmel und Erde. Na, hat es etwas in dir geweckt? Deine mediale Ader? Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. In Liebe und Dankbarkeit, euer Sanremo.